Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, heute gegen das Team of the Week, wie immer, die Toronto Maple Leafs. Das sind dagegen, die uns erwartet. Starke erste Reihe, Mikheyev 86, Matthews, Marner 95, 94, dahinter Mangiapane, Lindholm, Coleman, Kane, Reinhardt, Lundell, Sherry, Galchenyuk, Appleton, Verteidigung, Hedman, Tanev, Schulz, Chabot, Kylington und Duncan Keith. Also diese Mannschaft ist definitiv stärker als alle, die wir bisher gespielt haben vom Rating her. Und Philipp Gruber und dann Vladar im Tor. Mal schauen, ob wir unseren Fipsi aus dem Tor rausballern können heute. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, Mannschaft unverändert. Pack-Openings wird es jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich weniger geben. Hat einen einfachen Grund. Und zwar fehlt's Geld. Deswegen müssen wir einfach schauen, was wir so spielen können. Und mein mit Glück kriegen wir ein bisschen was hin. So. Team of the Week. 9. Februar. Weiß-Gold. Weiß-Grau-Gold gegen Blau-Weiß. Sehr ruhige Spieleinführung. Ohne großes Tamtam davor. Chick Run, kriegt den Check. Matthews holt sich die Scheibe, verliert die Scheibe gegen Seagrass. Gegen Seagrass und Turcotte kommt nicht hin. Aber guter Move von Turcotte nochmal. Seagrass und Turcotte kommt da fast nochmal hin. McKinnon hat die Scheibe jetzt. Hätte zu Alex gehen sollen. Stark gemacht von Carlson und direkter Konter. Erik Karlsson gegen Victor Hedman. Carlson, Scheibe geht rüber. Kriegt die Scheibe nochmal. McKinnon. Turcotte 1-0. Der übliche Spielzug, wie immer. Wenn er funktioniert, funktioniert er. Das ist ganz einfach. Hand entlang, hinter dem Tor hervor. Einfach reingelegt. Linden verliert die Scheibe gegen Mangiapane. Chikron. Oh, schlechter Pass von Linden. Chikron hat die Scheibe wieder. Jacob Chikron. Oh, Latte! Das ist mal ein neuer Weg, Tore zu schießen. Trevor Linden. Sowieso eine Streak die Woche. Trevor Linden unfassbar stark. Hat er, weiß nicht was, Dienstag, Mittwoch, den Viererpack erzielt. Müssen wir auch erstmal schaffen. Von Rasmus Dahlin. Schön hinten raus. Dahlin liegt sofort weiter für McDavid. Lücke und... Oh, hey, McDavid. Ja, das verstehe ich wieder nicht, was die KI da macht. Zieht ihn da von der guten Position weg. Dahlin wieder McDavid. Kriegt den Check. Zieht aber in letzter Sekunde den Schläger noch auf die andere Seite. Gut gemacht. McKinnon. Oh, schade. Schulz. McDavid fängt wieder ab. Ah, oh, Turcotte blockt. McKinnon mogelt sich nicht durch. Kane kommt hin an die Scheibe. Lindholm, gut gemacht von McDavid. Turcotte, Lindholm behauptet sie dann doch noch. Oh, Drysdale, das war nicht so gut. Verteidigt es aber dann nochmal besser. Lindholm, jawohl. Lindholm war ich schon. Dahlin. McKinnon. Turcotte. Oh, schade. Kommt da nicht durch in der Ecke. Gut gemacht. Versuchen die Scheibe drin zu halten. Schaffen es aber nicht. Bleibt beim 2-0. Lidström und Letang jetzt mit auf dem Eis. Gegner schaltet sofort auf Offensiv um. 5-0. Schüsse soweit. Würde ich sagen, stehen ganz gut da. Letang, Ovechkin. Schafft es wieder nicht, die Scheibe anzunehmen. Das ist schon öfters aufgefallen, dass manche Jungs von uns schwere Probleme haben, die Scheibe aufzunehmen. Scheibe geht hinter das Tor, Pekarinen bleibt mal kurz stehen. Lidström macht kurz langsamer. Energie saugen. Spieler mitnehmen. Richards.
Dann habe ich jetzt versucht, tief zu gehen. Stark gemacht von Richards. Ovechkin, Ovechkin. Richards kommt nicht hin. Duncan Keith. Den haben wir zusammengespielt in Chicago bei den Blackhawks. Das ist Crystal Tang. Der die Scheibe auch nicht wegkriegt. Giroux. McKenna, Mana, Crosby. Löst's gut. Oh, Matthews. Mana. 2-1. Mit dem ersten Torschuss so ungefähr, oder? Mhm. Hab's mir gerade gedacht. Kriegen wir die Scheibe einmal hinten nicht raus. Und schon klingelt's. Schade. Die Scheibe sollte Sidney Crosby erreichen. Hedman, Appleton. Appleton setzt sich wieder durch. An der Bande. Dreiseitel, jetzt da. Dreiseitel, vielleicht mit der Kontermöglichkeit. Schläger ist auf der guten Seite. Legt ab für Crosby. Crosby schießt aber die Scheibe und der Krubauers Fanghand nicht weg. Und somit bleibt sie beim 2-1. Bin gespannt, ob nächstes Jahr die Olympia-Trikots von diesem Jahr drin sind. Oder wie die Trikots der internationalen Teams nächstes Jahr ausschauen. China müsste eigentlich als neues Team mit dazukommen. Das heißt, es dürften auch Spieler wie Brandon Yip und so dazukommen. Tanev, Galchenyuk, Sherry. Oh, Sherry setzt sich da wieder durch. Ohne Giroux wäre die Scheibe weg gewesen. Giroux klärt sie. 2-1 nach 20 Minuten. Das ist ein solides Spiel. Könnte besser sein. Aber es funktioniert. 6-1 Torschüsse. Das ist halt das Bittere. 100% Schussquote auf der anderen Seite. Natürlich nicht das, was man haben will. McKenna abgelegt. Jacob Chychrun. Chychrun, das ist Seagrass. Seagrass. Und der ist magisch unterwegs. Trevor Seagrass kriegt am Ende aber die Scheibe nicht zum Tor. Schade. Oh, dachte nicht, dass er die rausspielt. Tanev gegen Seagrass. Matthews. Schöner Pass auf Mikheyev. Und das geblockt. Chychrun sofort hinter die. Hinter das Tor. Turcotte. Ah, geht die Scheibe nicht vorbei. Am Spieler. Seagrass. Trevor Seagrass. Wenn es einer kann, dann ist es Trevor Seagrass. Der Torschütze heißt aber Nathan MacKinnon. Ja, Seagrass nur mit einem Assist. Seagrass macht die Magie. Does the magic. Aber Nathan MacKinnon steht da irgendwie besser und kriegt ihn da, glaube ich. Weiß nicht, wie kommt er da hin? Seagrass macht das Tor um Grubauer herum. Ah, nennt man eigentlich Torraum abseits. Aber gut, schießt MacKinnon da an. Weiß gar nicht, wer da sonst reingegangen. Der Winkel. Ja, wäre reingegangen. Mei, MacKinnon kriegt da letztes Tor. 3-1. Die erste Reihe trifft doppelt. Kann man echt nichts sagen. Carlsen. Hejduk, schade, abgefangener Pass. War hier schon stark, dass Hejduk noch hinkam. Linden, schade, fängt die Scheibe dann nochmal fast ab. Lindholm, Chychrun hat sie jetzt abgefangen. Chychrun, 4-1. Jakey ist unfassbar. Jakey ist unfassbar, richtig starker Spieler. Ich glaube mit Carlsen, ich glaube eins der gefährlichsten Verteidiger-Duos, die wir je hatten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Unfassbar. Hello, Coleman, Schulz, Mangiapane, und somit so der zweite Torschuss jetzt, oder? Ja, wenigstens hat er jetzt 50% Fangquote. Muss man ihn ja schon mal lassen.
Jetzt. Oh, das sind 2 Minuten, ich wollte es gerade sagen. Wenn das nicht 2 Minuten sind, Freunde der Morgensonne, den streckt es ja so dermaßen. Blake Coleman darf raus. Und das, was uns jetzt eigentlich die letzten Male so ausgezeichnet hat. Kuba. Denn, oh, Milan Hejduk, Tanev, Linden, Hejduk, nee, kriegt noch einen Check, Matthews, kann die Scheibe auch nicht klären, das ist McDavid, Grubauer, Tanev könnte jetzt mal dafür sorgen, dass die Scheibe aus der Zone rauskommt, jawohl, schaffen sie, Mikheyev kriegt den Check direkt in die andere Richtung, Linden, außen rumgelegt. Ovechkin, Tanev kriegt die Scheibe nicht. Sigurdsson und Kurs auf Eis, 4 Sekunden noch. Mit KF. Ist Alex Turcotte. Sigurdsson! Oh, der Querbalken da oben. Nee, das ist ein Kackpass. Sigurdsson kriegt die Scheibe von McDavid nicht. Bleibt aber dran. Das ist, Seagrass ist unfassbar. Wenn er dann doch mal wieder Speed hat, kann er auch mit einem McDavid mithalten. McDavid mit einem Matthews. Stark gemacht jetzt von Ovechkin. Sofort wieder auf Seagrass. Turcotte. Seagrass geht wechseln. Turcotte führt den Angriff kurz alleine weiter. Dreiseitel. Leon Dreiseitel. Probiert's mal. Wieso nicht? Kubauer. Kommt an die Scheibe ran. Lidström. Oh. Giroux. Dreiseitel. Ah, nein. Oh, Dreiseitel verliert er kurz die Scheibe. Latein. Gut gemacht. Crosby. Crosby. Und Lidström mit. Und Verteidiger. Niklas Lidström. Kuba. Schulz. Dreiseitel. Lindholm. Coleman. Mit Tang, Last Man Defending, Last Man Standing da hinten, zweimal, dreimal, nochmal, nein, Lindholm, kommt durch, Rinne, guter Save, Crosby und raus da hinten, sehr schön, McDavid, sofort mit Tempo, Connor, McDavid, ah, schießt der Verteidiger mit ab, Trevor Linden, Lidström, kriegt die Scheibe auch nicht raus, Kane, Lundell, 2 auf 1 zusammen mit Letang, Lindholm, Rinne, stark gemacht, Lindholm, Schuss ist pariert von Pekarinne. Jetzt noch deutlich besser ins Game reinkommt. Das ist Milan Hejduk! Was eine Bude von Milan Hejduk! Irres Tor von Milan Hejduk! Oh, ist der schön! Junge! Angelehnt an den Verteidiger, da macht er gut. Dann setzt er zum Toe-Drag an und da erwischt er Grubauer jetzt ganz kalt. Grubauer macht das Bein auf, geht mit dem Schläger raus, kommt nicht ran und Milan Hejduk unten zwischen den Beinen hindurch. Ah, leck mich am Arsch, ist das eine geile Bude. Oh, Wahnsinn. Ist die geil. Milan Hejduk.
Wahnsinnig geile Bude. Das ist sicher das Thumbnail, weil das ist das Tor des Tages heute. Wahnsinnig. Genau in dem Moment, wo Kuba da für 5 Sekunden, nicht mal 5 Sekunden, für eine Millisekunde gefühlt aufmacht, donnert er ihm das Ding unten rein. Tavares, stark von Tavares. Oh, Ovechkin von hinterm Tor. Lundell. Oh, Drysdale, gut. Darlin, Tavares. Kriegt die Scheibe aber nicht rüber zu Ovechkin. Jetzt plötzlich haben wir eine 2-auf-1-Situation. Reinhardt. Darlin legt sich hin, macht er gut. 6 Sekunden noch, dann ist das Drittel rum. Scheibe kurz tief spielen. Passt. 5-1 nach 40 Minuten. Okay. Spektakuläre Parade. Den Schuss, den er komplett sieht, schnappt er sich. Okay. Ja. Während Milan Hejduk ein Tor macht, Alter. Von einem anderen Stern. Landet aber dann komischerweise nicht im Replay, weißt du? Oh, Mikheyev kommt mit der Scheibe da raus. Mikheyev, ich würde gerade sagen, es gibt eh gleich einen Check. Und hier kommt's auch. Turcotte. Ja, das ist das Schöne, wenn da zwei Spieler drinstehen, die sich körperlich behaupten können. McKinnon, Turcotte, Seagrass, wer hat die Scheibe? McKinnon. Seagrass, wird da aufgehalten vom Verteidiger Victor Hedman. Frech, trickst sich da kurz ein bisschen um die anderen rum. Karlsson. Oh, schade. Ja, McKinnon schafft es noch, die Scheibe mitzunehmen. Schade. Kriegt die Scheibe dann aber final nicht an den Spieler, wo sie hin soll. In dem Fall wäre es Turcotte gewesen. Oh. Grenzwertiger Check. Gut geblockt von Karlsson. Oh, Hejduk. Nein, Hejduk. Ich wollte gerade sagen, Hejduk war da zu schnell unterwegs. Ich habe ihn zu spät gesehen, leider. Wenn er da pass früher hinten rauskommt. Läuft so da 1 auf 0 wahrscheinlich. Wenn es gut geht, 2 auf 1. Nicht gecheckt. Jemand sehen. Oh, Jungs. Das ist wieder genau das, was ich meine. Schau, er steht richtig. Er steht richtig, es ist wieder ein KI-Fehler und das ist das, was mir so auf den Sack geht. Er schaut das Spiel nicht mal an, er sieht, dass die Scheibe bei ihm ist, schaut nach vorne und jetzt sprintet er einfach weg. Der Spieler kommt ihm entgegen, schau mal, da kommen ihm 2 Spieler entgegen, 3 mit Turcotte, wenn er die Augen aufmacht. Da muss ich doch auch als KI sagen, hey, warte mal, wenn die 3 mir entgegenkommen, laufe ich vielleicht in die falsche Richtung. Nee, läuft weiter, bleibt stehen, die anderen bleiben auch stehen, weil sie denken, okay, Chikrin ist er hinten. Ja, nee, ist er nicht. Und Coleman kann das Ding halt so einfach hinten reinschieben. Und sowas fickt halt einfach unsere Torhüter, unsere Fangquote. Und das ist halt einfach ärgerlich. Das ist einfach ärgerlich. Es ist halt einfach nur schade, dass genau das die Tore sind, die halt so oft passieren, wenn die KI einen Fehler macht. Und du kannst den nicht mehr verteidigen. Weißt du, ich liege am Boden, wechsle einen Spieler, bekomme ich Turcotte, Seagrass, irgendjemanden, der bei mir in der Nähe steht, aber dass ich einen zweiten Pfosten abdecken kann, keine Chance. Drysdale, der ist schnell. Jamie Drysdale, jawohl! Jamie Drysdale, 6-2. 4 Tore Führung wiederhergestellt. Dankeschön, Jamie. Das muss Darlin. Jetzt wird der Check weggetan. David spielt die Scheibe raus. Linden passt auf. Oh, starker Pass von Linden. Kam da auch gefährlich nah ans Tor an. Mann, Japane. Ist geblockt. McDavid stark gemacht. Direkt in den Konter mit rein. McDavid, schade. David, das ist der Nächste, jawohl. Ich kann sagen, das hat sich jetzt aber auch abgezeichnet. Aber nur ein Verteidiger hinten, der andere war gar nicht mehr da. 7-2, 5-Tore-Führung.
Okay, wird's schon. Brad Richards. Hinten runter war es. Ovechkin! Jo, Alex Ovechkin! Oh, Grubauer, also, da muss ich aber sagen, Grubauer ist echt nicht tragbar als Torhüter. Der reagiert aber bei Hälften der Schüssen danach erst, wenn überhaupt. Und das sind jetzt keine Wunderschüsse, wo ich sage, die sind hundertprozentig immer drin. Absolut nicht. Absolut nicht. Und du siehst, er geht raus, aber bewegt dann den rechten Ding nicht. Wenn er den rechten das Pad rausstreckt, kann er locker hinkommen. Ich brauche einen Torschuss für Pekarinne. Jawohl. Wenn alle hinten sind, können wir das durchaus mal machen. Wir haben drei Seitel, jetzt übrigens Torhüterwechsel. Lavar jetzt im Tor drin und es ist wurscht, es geht genau so weiter. 9-2 Sidney Crosby. Das ist kein Wundertor. Das ist aber absolut kein Torhüterverhalten. Der bleibt einfach im kurzen Eck sitzen, während du den Schläger ein bisschen neben ihm hältst und genau ins lange Eck die Scheibe vorbeilegst. Ah, schade. Die andere Richtung dreht er sich weg. Edmund, Lidström. Und ab geht's in die andere Richtung. Oh, direkt auf die Maske geschossen. Tanev, gut gemacht. Giroud, passt auf. Auch gut gemacht. Oh, Letang. Mit durchdrehenden Reifen. Rinne, klasse Save. Mikheyev gegen Crosby. Irgendwann ist Schluss. Crosby, drei Seitel. Schade, legt die Scheibe da fast um den Torhüter rum. Mit dem Schuss. Jetzt da ist aber drin. 10-2. Zweistellig gegen die Maple Leafs. Zweistellig gegen die Maple Leafs. Zwei im ersten Drittel, drei im zweiten, fünf Dinger im letzten Spielabschnitt. Brad Richards. Brad Richards, die Scheibe rutscht ihm auch durch. Oh mein Gott, was ist das? Mir werden hier die Tore so hingelegt, ich kann ja gar nicht anders als treffen. Also das ist jetzt wirklich keine Kunst, was ich hier spiele. Da kommt der Schuss, da rutscht ihm das Ding genau zwischen Maske und Fanghand durch. Hat sowieso schon Glück, dass es übers Tor drüber geht. Jetzt kriegt er die Scheibe mal mit dem Poke-Check. Wenn ich da früher den Schläger raushalte, kommt er sowieso nicht mehr hin. Dann ist die Situation eh verloren. Tavares kriegt aber die Scheibe gut zurück und dann ist er eh out of position. Tavares kann sie nur noch reinlegen. Easy going. Wie viel Torschüsse hat drin? 7 mittlerweile bei 2. 8 bei 2 wären 75%, das heißt, wir brauchen noch einen Torschuss, müssen wir noch zulassen. Oh mein Gott! Da stehen 5 Verteidiger von uns. Und die ganze KI einfach nur. Oh, nice. Ja, scheiße. 11-3, toll. Jetzt haben wir 8-3. Das ist eine Kackquote für Ding. Knapp über 50%. Tut schon ein bisschen weh. War das ein Torschuss? Das wäre nicht schlecht. Ja, es war einer. 70%, wenn er noch einen zulässt. Boah, das ist halt auch sowas. Schmeißt er die Scheibe praktisch uns direkt von Fuß hin. Carlsen, Vlada, Kyle Linton, komm, einmal noch Richtung Tor. Komm, auf geht's, Coleman. Oh, ne, lässt sie wieder durch. Alter, das sind... Oh, Pekarinne, was ist denn heute los mit dir? So wenig Torschüsse, wir fangen hier alles ab, Mana. Der ist wirklich kein... Vor allem, er sieht ja die Scheibe, die ist ja von da nicht weg.
Oh, Päckerinne, Alter. Das war jetzt echt kein Wahnsinnsschuss. Zeigt aber wirklich, wie schlecht im Moment diese Torhüter-KI ist. Das ist unfassbar. Bin nicht sicher, ob wir hier Football spielen. Super Bowl. Ist heute Nacht ja auch noch, fällt mir gerade auf. Oder was wir hier genau machen. Also das ist echt... Unfassbar. Unfassbar. Oh. Wir kennen jetzt fast mit dem Ding. Seagrass. Flada. 14 Sekunden noch. Keith, man, Japane. Mich hätte es nicht mehr gewundert, wenn der noch reingegangen wäre. Über den Torhüter drüber. Hätte mich nicht mehr gewundert. Ja, Päckerinne, das war jetzt nicht so das Spiel für ihn heute. Hat er mir die letzten Wochen deutlich besser gefallen, wenn er parieren musste, sollte. Dann schauen wir die ersten, das erste Mal Drittel genug. Aber das letzte Drittel, 9 Tore im letzten Drittel, what the fuck. Bei 30 zu 10 Torschüssen, 11 zu 4, was ist das? Das ist kein Eishockey, sorry. Bei mir war mehr als ein Drittel der Schüsse drin. Bei mir ging ja fast die Hälfte, das ist lächerlich. Aber mir fällt gerade auf. Nein, Lidström und Giroux fehlen Punkte. Ansonsten wollte ich gerade sagen, wir haben irgendwie es geschafft, dass jede Reihe so einmal ein Tor und ein Assist und das war's so ungefähr. Jawohl. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Madden. Zu Madden sage ich schon. Zu NHL 22 Ultimate Team. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns.